Hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer LePolas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar, ich zock heute ein bisschen entspannt Fortnite wieder an der Stelle. Natürlich auch, Dings hier, Defron, aber mäßig, nicht mal Public-mäßig oder so. Auch mit einem neuen Skin hier am Start, natürlich. Wenn ihr schon mal nichts verpasst, wollt ihr auch Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ja, Leute, ich habe vor morgen insgesamt knapp 30 Euro an Fortnite-Guthaben rauszuhauen. Es kann aber nur einer natürlich bekommen an der Stelle. Also jemand kriegt dann 28 Euro so mäßig oder knapp 30 Euro so hochgerechnet, knapp hochgerechnet von mir und so weiter. Ich fange mit dem Thema einfach an, weil ich das schon länger eigentlich raushauen wollte, aber nie gemacht habe auf jeden Fall. Und es wird dann später nochmal ein Gewinnspiel geben, aber das ist jetzt erstmal das. Und zwar alles, was ihr machen müsst, ihr müsst dann in den nächsten Tagen im Livestream, also lil_polaris natürlich auf Twitch müsst ihr mit dabei sein. Ein aktiver Zuschauer natürlich sein und ja, wenn ihr natürlich auf meinem Stream oder in meinem Stream auffällt oder keine Ahnung, ja, ich sehe, ihr seid ein aktiver Zuschauer oder wie auch immer, oder ihr supportet mich sehr stark oder so oder feiert das, was ihr macht, ja, dann könnt ihr nämlich diesen Code gewinnen natürlich. Das ist eigentlich alles, was ihr großartig machen müsst. Aber ihr braucht nicht in den Livestream kommen und fragen, wann gibt's Code, wann gibt's Code, Leute, den werde ich random verlosen natürlich. Aber deswegen seid einfach mit dabei im Chat. Spams natürlich werden nicht geduldet an der Stelle, nur dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Aber ja. Seid einfach im Livestream dabei. Wenn ihr Glück habt, seid ihr derjenige, der natürlich diesen Code kriegt. Ja. Und ist einfach auch mal von meiner Seite aus sehr schön, einfach um auch mal wieder was zurückzugeben. Und da ist es auf jeden Fall nice, dass ich da mal so einen Code raushauen kann. Auf jeden Fall an der Stelle. Das Ganze geht übrigens auch aus meiner eigenen Tasche sozusagen. Ich bezahle es alles selber natürlich. Und ja, mal gucken, wer von euch den Code dann gewinnen wird. Auf jeden Fall die nächsten ein bis zwei Tage mit dabei sein. Vielleicht wird da der Code schon rausgehauen. Vielleicht auch, ja, wird es auch erst rausgehauen im Stream von Sonntag auf Montag. Aber seid auf jeden Fall mit dabei. Und, ja, an der Stelle werde ich den Code dann raushauen auf jeden Fall. Dass ihr Bescheid ist. Und was wir uns morgen auch noch ansehen werden, ist die neue Season von Valorant natürlich, den neuen Battle Pass an der Stelle auch. Wird morgen auch noch ein Video dazu folgen, nur damit ihr auch Bescheid wisst. Und ja. Mal gucken, was der Battle Pass zeigt. Ich bin mal gespannt, was da genau kommen wird. Also großartig haben wir wahrscheinlich eher nichts in petto, muss ich persönlich sagen. Weil es ist einfach eine Season, wo wahrscheinlich wird eh kein Agent rausgekommen sein oder überhaupt eine neue Map. Denke ich, ist unverändert, so mäßig. Dann für die Leute, die natürlich noch nicht Level 200 sind, spielt auf jeden Fall noch eure Aufgaben bis zum 19. März, weil bis dahin sind sie weg, die Aufgaben dann. Nach dem 19. März ist es vorbei. Das gilt genauso für dieses Schattenfalter-Paket, was man momentan noch im Shop bekommen kann. Und ihr könnt es natürlich bis zum 19. März kriegen. Und danach werden die Level auch verfallen. Ich persönlich zocke die auch zu Ende auf jeden Fall.
dass ihr Bescheid wisst. Und ja, läuft an der Stelle auf jeden Fall. Live-Event werden wir ja scheinbar keins kriegen. Erst wahrscheinlich zum Season-Anfang, so wie es diese Season aussieht. Finde ich nicht eigentlich so großartig Bild. Ich meine, man hätte sich darauf einstellen können, aber ja. Dann gibt's eine nächste Story. Es ist jetzt einen Monat dann Weltfrauentag. Was heißt, in Fortnite kommen Skins raus, wie zum Beispiel dieser Zoe-Skin oder gerade auch diese Heidi, die wir uns letztens in den Datenfiles angeguckt haben. Oder eben dieser komische Kuscheltier-Skin. Und ja. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, fühle ich auch. Die Skins und mal gucken, was uns da noch alles erwarten wird. Und ansonsten gibt es eigentlich von meiner Seite aus sonst noch eigentlich gibt es gar nicht so viel Neues. Ja, die Hühner werden auch jetzt die nächsten Tage beziehungsweise vielleicht auch erst in Season 2, da bin ich mir gerade nicht so genau sicher, werden sich verändern, werden komische Laute machen, werden lauter sein, werden irgendwie aggressiver sein, so wie das aussieht, und ist auf jeden Fall auch sehr krass, was das Ganze angeht, und auf jeden Fall mal gucken, was dahinter steckt. Ich werde morgen auch Valorant mit Jeremy zusammen zocken, also wer da auch mit dabei sein soll, oder dabei sein will, kann gerne mit dabei sein. Wie schon gesagt, haltet die Augen offen oder seid auf jeden Fall die nächsten Tage mit dabei. Was der Code da angeht, ist natürlich ein 2800er V-Bucks Code, natürlich an der Stelle nochmal so eben erwähnt, also 2800 V-Bucks so quasi für euch, für denjenigen, der es gewinnt. Ist auf jeden Fall gutes Geld und zahle ich auch aus meiner eigenen Tasche. Einfach um meiner Community mal wieder was zurückzugeben. Finde ich einfach mehr als... Ja. Finde ich eigentlich mehr als gerecht. So mäßig. Dann zur nächsten Season wurde uns auch schon ein nächster Skin schon geteased. Und zwar aus Assassin's Creed. Wurde uns ein Skin geteasert, den hat Stan unter anderem auch schon in seinem Video gezeigt. Das werden wir uns auch am Wochenende noch im Livestream an der Stelle angucken. Aber auf jeden Fall, falls ihr euch Assassin's Creed Valhalla kaufen solltet, werdet ihr den Skin billiger, beziehungsweise werdet ihr den Skin billiger erhalten oder vielleicht sogar umsonst. Das ist aber bis jetzt oder bislang noch nicht bekannt. Deswegen da auch die Augen aufhalten. Die nächste Sache, die ich habe, ist der gestrige Cup. Fand ich persönlich sehr schwierig. Der Cup war wirklich anstrengend und noch dazu sind mir gefühlt immer wieder solche anonymen Leute hinterhergelaufen oder sogar ich wurde sogar richtig in die Zange genommen. Ich konnte überhaupt nichts machen. Der gestrige Cup, das war einfach, keine Ahnung. Ich habe mich irgendwie gefühlt, als ob ich so richtig viele Hacker in meiner Runde mal habe. Oder gerade solche Leute, die halt, ja, nicht cheaten, aber schon etwas hacken oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, oder es so richtige Schwitzer waren oder was weiß ich was da gestern los gewesen ist. Auf jeden Fall, meine endgültige Punktzahl waren 52 Punkte. Ich bin dann auch schlussendlich ab der 8. Runde gequittet, weil es einfach keinen Sinn mehr für mich persönlich gemacht hat, weiterzuspielen. Das war der Osaka Cup gestern gewesen, den ich gespielt habe. Ich fand diesen Cup sehr mühsam und noch dazu fand ich es einfach sehr enttäuschend, muss ich ehrlicherweise sagen. Es war so anstrengend und dabei ist es eigentlich nur ein, sozusagen ein Ikon, beziehungsweise ja, es war ein Ikon-Skin, was ihn nochmal speziell macht, ist schon richtig. Aber ich fand es einfach schade,
dass wirklich man solche Schwierigkeiten da gehabt hat. Und noch dazu, dass wirklich jeder drauf versessen war, nur dich abzucampen oder was weiß ich was. Oder wirklich die ganzen Leute nur auf dich rushen. Ich meine, vielen von euch wird es wahrscheinlich genauso gegangen sein. Mir persönlich ging es ziemlich auf die Nerven. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, ab der 8. Runde gar nicht mehr weiterzuspielen. Ich bin normalerweise so ein Mensch, ich spiele eigentlich solche Cups immer gerne mit. Aber wenn ich halt merke schon, dass ich halt wirklich nur Schwitzer treffe, die ganze Zeit von vorne rein nur gekillt werde, dann reicht's mir an der Stelle auch. Das habe ich gestern dann auch so verfolgt und hab's auch genauso umgesetzt. Ich war persönlich sehr enttäuscht gewesen. War wirklich einer eher der enttäuschenderen Cups, wie ich in meinen Augen sehe. Den meisten Schwitzern wird es wahrscheinlich nicht so gegangen sein. Die werden sich voll gefühlt haben dafür. Und noch dazu wahrscheinlich auch noch sich gefreut haben, von wegen, ja, ich bin jetzt Level. Nicht Level. Ich habe jetzt diesen Osaka-Skin. Ich bin jetzt voll cool und so weiter. Oder weiß ich was. Ich verurteile keinen Schwitzer. Es sind genauso Menschen wie wir, aber. Es ist halt schon durchaus schwierig gewesen und ich hatte eher meistens das Gefühl gehabt gestern, dass ich wirklich nicht gegen Schwitzer kämpfe, sondern eher gegen Hacker, weil einfach gefühlt die Schüsse sind da zum Teil so schnell geflogen oder sie haben dich immer gelasert, wobei die Spraymeter ja in dieser Season eh schon verteilt ist wie Sau. Oder dass sie Aimbot haben, so ging es mir zum Beispiel gestern in einer Runde. Gerade bei so einer EO-Bohrungsstelle, da wo man dieses Jump-Pad hat, bin ich gerade abgehauen, habe mich aufs Pad gerettet und bin in der Luft gehangen. Im nächsten Moment hat direkt einer auf mich geschossen, hat den Hit getroffen und ich war instant down gewesen. Und das sind solche Momente, da denke ich mir immer so. Eigentlich können es wirklich eigentlich schon Hacker sein. Irgendwie. Ist natürlich keine Anschuldigung oder so, aber wie schon gesagt, ich war sehr enttäuscht gewesen von dem gestrigen Cup. Ich habe mir das etwas anders vorgestellt. Die Punkteverteilung war mehr als fair gewesen. Kann man nichts dazu sagen. Aber es war einfach ein zu mühseliger Cup oder einfach ein Cup, wo ich persönlich einfach mir nur so gedacht habe, eigentlich geht es schon nicht mit rechten Dingen zu, aber. Wie schon gesagt, ich will dafür nicht Epic Games verurteilen, auch nicht die ganzen Spieler. Schön für jemanden, wenn jemand diesen Skin gekriegt hat, freue ich mich von ganzem Herzen für ihn. Aber es war irgendwie ungleichmäßig verteilt, hatte ich so das Gefühl gehabt und dass auch wirklich eigentlich schon wieder sehr viele Hacker da unterwegs gewesen sind, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt. Ob es natürlich so war, kann ich schlussendlich nicht beurteilen, aber ich sage auch nur, es hat sich so angefühlt. Ob es natürlich so gewesen ist, weiß man an der Stelle nicht. Ja, dann habe ich es ja vorher schon angesprochen gehabt. Valorant ist eine neue Season gedroppt. Ich war letzte Season, bin ich auf Level 50 gekommen. Ich war sehr glücklich darüber gewesen. Mal gucken, ob ich das diese Season auch noch vollbringen kann. Wenn nicht, wäre es vielleicht auch nicht so schlimm. Kommt je nachdem drauf an, wie der Battle Pass diese Season ist. Werde ich mir aber eben morgen angucken. Werde euch noch ein Video dazu machen und hochladen. Vielleicht werden wir es auch erst morgen Abend im Stream machen. Je nachdem, wie schnell ich morgen fertig bin oder wie es morgen aussieht, muss ich alles auf jeden Fall nachgucken an der Stelle. Aber ja, Leute. Es ist nicht mehr viel Zeit. Es sind noch jetzt nach dieser Woche knapp 2 Wochen bis zum Seasonende. Live-Event werden wir ja wahrscheinlich nicht erwarten können. Wobei man sich ja eigentlich immer auf ein Live-Event gefreut hat. Bis Season 8 war das jetzt ja eigentlich so gewesen. So mehr oder weniger. Also, immer wenn ein Live-Event gewesen ist, ich habe mich eigentlich mega gefreut. Wenn ich ehrlich so ist es. War sehr nice, auf jeden Fall an der Stelle. Let's go! Level 337. Mal gucken, ob wir noch Level 338 knacken heute. Das wäre sehr geil. Das wäre sehr nice. Aber ja. Ich denke mal, ihr wisst, was ich einfach damit sagen will, mit diesen ganzen Sachen.
Und ich meine, Fortnite hat sich natürlich auch verändert. Muss man einfach sagen, es ist nicht mehr so wie damals. Es hat ein ganz anderes Feeling inzwischen. Aber es haben auch im neuen Chapter jetzt durchaus auch wieder neue Leute angefangen, Fortnite zu spielen. Auch wenn sie jetzt 2 Chapters später gekommen sind, also knapp 18 Seasons. Ich bin, glaube ich, seit... Lass mich nochmal nachdenken. Überlegen. 16 Seasons jetzt, mit der hier sind 16. 16 Seasons bin ich schon mit dabei. Also schon krass, würde ich mal sagen, an der Stelle. Aber ja. Es macht auf jeden Fall immer noch Spaß, obwohl es manchmal sehr verschwitzt ist, muss ich persönlicherweise zugeben. Oh. Aber Leute, ihr fragt euch sowieso, also ich werde für manche schon mal diese Frage aufklären. Warum willst du unbedingt jetzt noch Level 400 werden, Leute? Es war nämlich für die Zuschauer, die es natürlich noch nicht wissen, vielleicht auch für neuere Zuschauer, so gewesen. Ich war in Season 1, Chapter 2, war ich Level 416 gewesen. Zu der Zeit habe ich aber noch kein YouTube gemacht. Ich habe, glaube ich, erst mit Season 4 YouTube gemacht, soweit ich weiß, ja. Und auf jeden Fall will ich mal versuchen, so an diesen Maßstab ranzukommen. Natürlich ganz Level 416 werde ich diese Season nicht mehr, das ist natürlich klar. Das ist klar, das werde ich nicht mehr schaffen. Das ist so gut wie unmöglich, noch 16 Level die Tage zu spielen. Da müsste ich schon wirklich in der zweitletzten Woche schon Level 400 sein, um das überhaupt zu schaffen. Und ich denke, das werde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen, weil ich will jetzt erstmal knapp Level 350 fast so aufgerundet. Ich bin jetzt gerade mal 340, wenn ich morgen noch den Tag dazu nehme, bin ich 340 knapp auf Faust gerechnet. Mal gucken, wie weit ich dann morgen komme. 350 wäre natürlich sehr, sehr nice, wenn ich es schaffen würde. Wenn das in Erfüllung gehen würde, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Würde ich nicht ablehnen. Aber, ja. Einfach mal gucken. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall so Level 400 diese Season will ich eigentlich schon anstreben. Ob es natürlich schafft, ist eine andere Sache, aber ich denke eigentlich schon. Es ist zu schaffen. Was ihr vorher von Jeremy noch hören solltet, er war eigentlich gerade vorher noch mit Call gewesen, hat sich auch gemutet, weil ich Video gemacht habe. Du bist noch nicht mal ganz Level 350 jetzt und das ist die 3 letzte Woche in der Season. Habe ich noch zu ihm aber gesagt, ich habe noch meine ganzen Aufgaben. Ich habe noch die 7 Level vom Schattenflügler-Paket, was auch noch dazu kommt. Also ich würde vielleicht sagen, wenn es knapp drauf hochkommt, vielleicht diese Woche etwas über Level 350. Wenn es hochkommt. Ist alles noch drin auf jeden Fall, Leute. Wenn ich halt schon nächste Woche Level 400 bin, ist es auch nicht tragisch. Dann ist es am besten. Dann ist es sogar noch besser. Da hätte ich sogar noch eine Woche dranhangen. Aber ich will mal mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ansonsten mache ich hier Versprechungen, die ich nicht halten kann. Und das wäre natürlich auch nichts. Versteht, was ich moin. Was ich moinje. So. Ich muss nur gerade schon mal eben auf die Zeit gucken. Oh. Menno. Okay. 10 Minuten können wir noch. Das schon. Ja, gib bitte hoch. Dankeschön. Ich schaff's nicht. Och, Menno, das ist doch mies. So unfair.
voll in die Rille rein. Lul. Das war ja sehr nice. Aber wisst ihr, Leute, dieser Skin hier, den ich jetzt gerade anhab, ihr seht ihn gerade natürlich nicht, seht ihn nur von hinten. Dieser Skin hat einfach wirklich, beziehungsweise ist es eigentlich dasselbe Modell, außer dass sie die Kapuze umgeändert haben und die Haare. Und zwar ist das derselbe Skin wie damals, nur ohne die Spitzhacke auch. Und zwar unter dem Backbling, das ist für FNCS gemacht worden. Das ist der Iris-Skin. Das ist der Iris-Skin. Viele werden sich wahrscheinlich noch an den Iris-Skin erinnern. War auch in Chapter 2 ein Skin gewesen. Und ist auch ein sehr nicer Skin. Muss ich persönlicherweise sagen. Ich müsste mir eigentlich auch noch den Starter-Skin mal kaufen. Also den Starter-Band. Muss ich mir eigentlich auch mal holen. Aber soll ich das machen? Weil ich schon diese Season jetzt viel Geld ausgegeben an der Stelle. Oh. Das hat geleckt. Wobei ich muss sagen, ich finde das Bundle von dem Skin eigentlich auch nicht so nice, muss ich sagen. Wäre auch eher ein Skin, den ich wahrscheinlich skippen würde. Ich meine, ich muss auch nicht jeden Starter-Skin haben. Ich habe eh schon in meiner Sammlung zwei ausgelassen. Der Skin sieht schon cool aus, aber das Ding ist, dieses Schattendesign, also gerade mit diesen Schattenaugen oder so, das sieht man halt. Also das habe ich auch schon zu oft irgendwie drinne. Ich finde es halt ein bisschen ausgelutscht, ein bisschen, aber mal gucken. Vielleicht hole ich es mir, vielleicht nicht, ich weiß nicht. Aber ich denke wahrscheinlich ja nicht. Eher nicht so dolle. Aus. Und Abfahrt. Bong, bong, bong. Nochmal 220.000 XP auf den Nacken, das schmeckt sehr gut. Also falls ihr den Death Run irgendwie braucht, um XP zu farmen, der Death Run hier ist also eigentlich ganz easy und auch eigentlich ganz gut zum Level farmen. Ich würde es heute sogar einfach wirklich drauf anlegen, Level 338 zu werden, weil es wäre sehr stark. Wenn nur noch zwei Level fehlen bis Level 340. Oh nein, das blöde Eis. Nein, 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 nein. Och Mann. Das ist Müll. Einmal, zweimal. Wäre auch gut, wenn ich jetzt bald fertig werden würde, Leute, weil umso schneller kann ich nämlich das Video hochladen und Feierabend machen, weil ich würde heute am liebsten auch noch mal ein bisschen früher schlafen gehen. Morgen ist zwar Wochenende, man könnte sagen, scheiß drauf, aber morgen letzter Tag, nochmal durchziehen und deswegen nochmal kräftevoll tanken. Ihr wisst sehr Bescheid. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf jeden Fall aufs Wochenende. Ist ja nur noch morgen. Und dann ist es auch schon soweit. Aber für manche gehen ja jetzt auch die Ferien langsam wieder zu Ende.
meisten werden sich denken, oh man, wann kommen denn dann die nächsten Ferien? Und manche werden sich denken, beziehungsweise die wenigsten werden sich, denke ich mal, freuen, ey, Schule wieder, yay. Ach man. Die meisten sitzen dann wahrscheinlich auf dem Pausenhof in der Pause, gucken mein Video und denken sich, okay, interessant. Ich beobachte euch ganz genau. Ich weiß, dass ihr gerade auf dem Pausenhof sitzt und ihr guckt das Video mit euren Freunden und denkt sich so, ich kenne doch meine die Pausenhofsitzer hier, ne? So. Ah ja, Leute, ich habe eigentlich auch nicht mehr erwartet, dass ich diese Season so großartig noch an Level ansteigen werde. Also, ich bin genauso verwundert wie ihr. Nur falls ihr denkt. Da gibt mir Epic Games so zum nächsten Season-Anfang, nur weil ich Level 400 war, einfach noch so spezielle Belohnung, das wär's. Das wär's. Das wär's gewesen. Übrigens, für die, die sich natürlich für Destiny interessieren, können gerne auch mein gestriges Video abchecken. Da haben ich und Passi haben da wieder angefangen, Destiny zu zocken. Und mal ein paar Sachen erkundet auf jeden Fall. Aber das Resultat war, wie soll ich sagen, wir sind ein bisschen gestorben, aber es war trotzdem auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Aber Leute, was wird uns wahrscheinlich im nächsten Season-Thema erwarten? Wird vielleicht das Monster und der Mech wieder zurückkommen? Wird vielleicht der Dings wird Paradigma vielleicht den Sieben endlich verzeihen und zurückkommen? Oder ja, werden die Sieben alleine ohne ihre Hilfe klarkommen müssen und die IO holen das Monster zurück und versuchen alles sozusagen den Bach runterzubringen. Wer weiß, wer weiß. Jetzt hab ich die Schale voller Reis. Bin ich ja auf jeden Fall drauf gespannt, auch auf das nächste Season-Thema. Wir hatten ja eigentlich bis jetzt immer ein Thema gehabt. Letzte Season war es, Dings. Letzte Season war es der Albtraum gewesen, die vorherige Invasion, die vorherige Uhrzeit. Und dieses, ich weiß gar nicht, welches Thema wir haben. Haben wir überhaupt ein Thema dazu bekommen, ist die Frage. Ich glaube nicht. Na egal, wie dem auch sei. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Manche plädieren wieder zu einem Star Wars Battle Pass. Ich denke mir nur so, Star Wars Battle Pass. Eigentlich wäre schon eine Idee, es wäre machbar, aber irgendwie tendenziell für mich irgendwie ein bisschen unvorstellbar. Für mich ist es ein bisschen unvorstellbar. Vielleicht eher eine Season, wo nicht unbedingt gleich wieder die wichtigsten Charaktere spielen, aber auf jeden Fall, wo uns wieder vielleicht was Spannendes erwarten wird. Oder vielleicht auch Änderungen mit der Map verursacht werden oder sonst was. Wir haben ja momentan schon die Krater, die natürlich hier auf der Insel sind. Wobei aber auch der Besucher gesagt hat, dass das aber nicht an der IO liegt, dass die Insel auseinanderfällt. Also könnte es ja eigentlich nur das Monster sein. Aber diese Theorien, die besprechen wir natürlich auch morgen im Livestream. Die werden natürlich aber auch auf meinem Kanal hier veröffentlicht dann. Die Stream-Highlights und das werden wir uns auch morgen auf jeden Fall zusammen angucken.
könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen an der Stelle. So. Ob ich natürlich die Aufgaben als erstes machen werde, schwierig zu sagen. Eigentlich sollten sie mit in den Stream-Highlights sein, deswegen wäre es eigentlich gut, die früher oder später mit reinzunehmen. So quasi, wenn ich schon die ganzen Aufgaben fertig habe, außer die, wäre das eigentlich sehr praktisch. So, das mal. Bis Level 400 spiele ich noch, Leute, und dann würde ich das Video an der Stelle auch beenden. Aber Level 400 eigentlich schon ein Katzensprung von hier. So, was müssen wir eigentlich jetzt gleich haben? Jawohl. Ach man, oh, das ist ja irgendwie klar, ne? Ey, der jumpt nicht mehr. Z. Let's go, Leute, haben wir geschafft. Gut, Leute, ich würde auf jeden Fall das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Würde mich freuen, Leute. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, lest mir den Kommentar immer gerne durch. Und ja, Leute, euch auf jeden Fall morgen noch einen wunderschönen Freitag, Leute. Ich werde vielleicht morgen sogar noch ein Video hochladen, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe. Ich kann es natürlich noch nicht sagen, ob ich es wirklich hochladen werde oder nicht. Das wird sich morgen dann zeigen, wenn ich dann zu Hause bin und was ich alles noch machen muss und dann mal gucken, ob ich Zeit habe oder nicht. Ansonsten startet natürlich morgen der Livestream, natürlich abends, so gegen 20 bis 21 Uhr, vielleicht auch ganz spät um 22 Uhr, aber spätestens. Und ja, Lil_Polaris, seid am besten schon mal ein paar Minuten vorher da, Leute, damit ihr euch auch entspannen könnt, vielleicht euch auch eure Snacks holen könnt oder sonst irgendwas. Wird auf jeden Fall die nächsten Tage witzig. Wie schon gesagt, haltet die Augen offen einfach. Wenn ich dann den Code verlose, haltet dann die Augen offen auf jeden Fall. Und seid auf jeden Fall mit dabei. Würde mich an der Stelle freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns allerspätestens morgen Abend im Livestream wieder, Leute. Oder hören uns auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Und bis morgen zu einem Video. Bye.